geht los, liebe Zuschauer, mit den Highlights der Woche. Das heißt, wenn Sie einige unserer Produkte verpasst haben, nee, hoffentlich nicht, aber wenn, ist es nicht so schlimm. Denn wir zeigen Ihnen jetzt die Highlights der letzten Woche. Und da sind Artikel dabei, liebe Zuschauer, die sollten Sie wirklich nicht verpassen. Was Sie auch nicht verpassen dürfen, ist mein Kollege. Ja, und beginnen in den Highlights tun wir heute mit einem Sicherheitsfaktor. Unser kleiner 3-in-1 Hausalarm, der meiner Meinung nach mittlerweile in keinem Haus mehr oder in keiner Wohnung mehr fehlen dürfte. Wir sehen es hier vor mir aufgebaut. Viel mehr ist es nicht, aber trotzdem sehr, sehr effektiv. Wir sehen hier das Steuermodul, hier mit Zahlencode zu entschärfen, Bewegungsmelder, Sirene. Und wenn jetzt irgendwas in den Raum, in den Bereich des Bewegungsmelders kommt, ja, dann geht hier der Alarm los. Also eine kleine Alarmanlage für zu Hause. Räume sichern in der Umgebung des Bewegungsmelders. So, jetzt haben wir aber noch mehr. Wir haben nämlich eine Fernbedienung. Das heißt, du kannst es nicht nur per Zahlencode, sondern auch per Fernbedienung scharf schalten oder auch entschärfen. Und wenn du jetzt alleine zu Hause bist, haben wir hier noch was. Wir haben nämlich eine Paniktaste. Das ist auch ganz wichtig. Also wenn jetzt mal irgendwas Außergewöhnliches passiert und ich möchte auf mich aufmerksam machen, kann ich mit der Fernbedienung auf Panik drücken und dann geht auch sofort der Alarm los. Da sehen wir es. Rot hier, da sehen wir es. Alarm an, Alarm aus und hier sehen wir Panik. Und dann geht es los mit 103 Dezibel im Vergleich. Also die Rauchmelder haben wir gesetzlich vorgeschrieben, 85 Dezibel, hier 103. Aber das ist noch nicht alles bei unserem Hausalarm, denn wir können auch noch Fenster und Türen extra schützen. Wow. Und da haben wir zwei Magnetschalter. Du siehst das hier, ganz einfach, das Prinzip. Die sind magnetisch, die halten aneinander, ja, und somit ist ein Kontakt hergestellt. Und sobald dieser Magnet getrennt wird, ist der Kontakt unterbrochen, mhm, und eine Meldung geht sofort an die Zentrale, also hier an unser Steuermodul, und der Alarm geht auch los. Also hast du das jetzt an einer Seite von der Tür oder Fenster und das am anderen. Wenn das jetzt aufgemacht wird, passiert ja das hier. Ja. Ja? Das heißt, der Kontakt wird unterbrochen, der Alarm geht sofort los. Zwei Sets davon sind mit dabei. Mhm. Das heißt, ich kann ein Fenster, eine Tür, zwei Türen oder zwei Fenster kann ich damit sichern. Da sehen wir es. Die Horrorvorstellung, die wir hier gerade sehen. Natürlich, liebe Zuschauer, fühlen wir uns eigentlich in unseren vier Wänden relativ sicher, was wir auch unbedingt tun müssen. Aber wenn eben was passiert, dann möchten wir informiert werden und das so schnell es geht. Und mit diesem 3-in-1 Hausalarm haben Sie entweder Ihre Eingangstür gesichert mit diesem Bewegungsmelder oder wenn Sie es hinten an der Terrassentür anbringen möchten, das ist auch kein Problem. Aber Sie haben ja durch diese Tür- und Fenstersensoren noch zwei Stellen, die Sie sichern können, plus zwei Fernbedienungen mit dem Panikknopf. Das heißt, wenn Sie zu Hause sind, und ich kenne das, mir ist das auch schon öfter passiert. Ich war ja auch eine ganz lange Zeit lang alleine zu Hause und da fühlt man sich dann unwohl. Da denkt man, oh, irgendwas hat geknackt, irgendwas hat man draußen gehört und man hat gleich so ein mulmiges Gefühl und denkt, ich fühle mich gerade unwohl. Wenn man alleine zu Hause ist, lieber den Panikknopf drücken, weil wenn da was sein sollte, wenn ein Einbrecher diesen Ton hört, Sie haben den gerade gehört, wie penetrant er ist, das schlägt natürlich den Einbrecher sofort in die Flucht. Ja. Und bei uns, dieser Hausalarm, für 28,41 € ist fantastisch, denn da kann sich's wirklich jeder leisten, sein Hab und Gut, sein Haus und seine Familie sicher zu machen. Sonst hier haben wir viele Vorteile. Natürlich durch den Alarm werden die meisten schon verscheucht. Ja? Und wenn nicht, auf jeden Fall werden die Nachbarn darauf aufmerksam, dass irgendetwas nicht stimmt. Und dann ist normalerweise eine Alarmanlage zu installieren enorm aufwendig. Ich muss Kabel legen, Verbindungen schaffen und so weiter. Das kann oftmals nur ein Fachmann. Das entfällt hier komplett, denn ich arbeite komplett kabel. Los. Auch das Hauptteil, das Steuerteil, wird mit Batterie betrieben. Mhm. Da kommt eine 9-Block Batterie rein, ja, hinten. Können wir auch gerne mal aufmachen. Da wird sie reingelegt. Und das ist alles, was ich installieren muss. Mhm. Dann kann ich das hinhängen. Wir sehen hier diese kleinen Bohrlöcher. Also einfach zwei Schrauben in die Wand hinhängen. Und dann ist das installiert. Irgendwo im Eingangsbereich wäre hier natürlich sinnvoll, im Flur, dass sobald jemand zur Wohnungstür reinkommt, der Alarm losschlägt. Und jetzt habe ich die anderen zwei für ein Fenster und zum Beispiel für die Balkontür, ja, auch ganz einfach. Du siehst hier diese Bohrlöcher, ich könnte es auch kleben, Hauptsache es hält und so, dass dieser Kontakt zusammen ist, wenn die Tür geschlossen ist. Und wenn sie geöffnet wird, dann geht eben wieder der Alarm. Ralf, du hast mir doch neulich mal erzählt, dass du ein bisschen nachgeschaut hast wegen Statistiken. Und ja, das hat mich so geschockt. Wie viele Einbrüche waren das? 2014 waren es 152.000 Wohnungseinbrüche in Deutschland. Heißt, alle
2,5 Minuten. Also während wir dieses Produkt jetzt vorstellen, ist dreimal eingebrochen worden in Deutschland. Das ist eine schlimme Vorstellung. Das ist wirklich sehr, sehr erschreckend, diese hohe Zahl. Aber, liebe Zuschauer, ich bin mir sicher, wenn Sie einen Hausalarm gehabt hätten, da, wo die Einbrüche passiert sind, wäre da nichts passiert. Denn sobald so ein Alarmton ertönt, dann rennt man natürlich weg. Und hier ist es möglich, liebe Zuschauer, Ihr komplettes Haus zu sichern mit einem 3-in-1 Hausalarm und das für nur 28,41 €. Deshalb in unserer Highlights der Woche, da haben ganz, ganz viele bestellt und ihr Zuhause schon sicher gemacht. Und jetzt sind auch Sie dran. Mit der MC9057 und der 569 können Sie jetzt bestellen und Ihr Haus sichern. Und da wir in der Highlights-Sendung sind, gehen wir von einem Thema ins nächste. Und das ist jetzt ein Thema, das freut natürlich den Ralf ganz arg. Aber ja, nicht nur den Ralf, ganz viele Männer sind natürlich noch irgendwo kleine Jungs und lieben Spielzeug. Du, hier haben wir ein Hexakopter. Richtig, die Faszination Fliegen, die hält mich schon, solange ich denken kann. Ich war als früher mit meinem Vater auf einem Modellflugplatz. Ja? Oh. Und da sind also Hubschrauber geflogen oder auch Modellflugzeuge. Hexakopter gab es damals noch keine, aber hier haben wir jetzt eben. Man kennt das Drohnen, sagt man dazu, aber hier sind wir weit über ein herkömmliches Spielzeug hinaus. Das ist Faszination pur. Du siehst schon allein, wie der aussieht mit den Wahnsinn, Augen, ne? LED-Beleuchtung. Dann haben wir eine enorme Größe hier von Rotorspitze bis Rotorspitze über 1,5 Meter. Ein Gewicht von über 500 Gramm, sodass der auch sehr, sehr stabil in der Luft liegt. Und wenn ich ihn jetzt so ein bisschen schwenke, dann sehen wir noch, was da drunter ist, nämlich eine Kamera. Und ich bitte dich doch jetzt mal in die Kamera reinzuschauen. Aber gerne. Nimm doch einfach mal den Hexakopter. Das mache ich doch so selten in Kameras schauen. Und wir gucken uns das jetzt mal auf der Fernbedienung an. Hallo. Weil hier kann ich jetzt jederzeit während des Fluges schauen, was mein Hexakopter gerade sieht. Wow, gefährliche. Ja, und das eben fernbedienen, hier von der Fernbedienung. Und dann kann ich jederzeit auch Fotos schießen oder Videoaufnahmen machen, wenn ich dann etwas sehe, was mir gefällt. Zum Beispiel, wenn ich mal über mein Haus fliege und mein Grundstück abfilmen möchte. Ja, oder mal einen Schnappschuss. Das gibt tolle Schnappschüsse, Jana, wenn ich die machen möchte. Das ist ein Hexakopter der Superlative. So normalerweise im Privatgebrauch gar nicht zu haben. Und wenn, dann mit einem Preis über 1.000 €. Hier haben wir den zum Sensationspreis 284,91 €. Hoppla, hoppla. Sollen wir mal starten? Ja. Nee, nicht hier drin. Doch, komm, sollten wir starten Sie auch nicht mal machen. Komm, wir starten den. Nein, nein, ich gehe weg. Du bist mir zu gefährlich. Das war mir wieder klar. Der hat Power. Das ist ein Outdoor-Fluggerät. Bitte beachten. Lassen Sie es nicht im Wohnzimmer. Lassen Sie es nicht im Wohnzimmer fliegen, weil Ihre Frau wird einen Herzkasper so wie ich bekommen. Du müsstest mehr. Ja, hör nicht auf. Oh, jetzt ziehe ich gleich unseren Chef hier rein. Nein, bitte nicht in Studios und auch nicht im Wohnzimmer ausprobieren. Raus auf ein freies Feld und dann, oder in Ihrem Garten und dann mal fliegen lassen. Und dann ist es schön. Ich schalte ihn jetzt aus. Jetzt schalte ich ihn aus. Das ist mir zu gefährlich. Ich möchte hier stehen bleiben. Aber das ist Freude pur. Live eben schauen, wo es rumfliegt. Mit einer Reichweite von 500 Metern. Und wenn wir uns jetzt mal die Streben anschauen, da sehen wir, dass das weit weg vom Spielzeug ist. Bitte jetzt nicht starten. Ich greife dran. Hier haben wir Aluminiumstreben. Ja, das ist also vollwertiges Aluminium. Genauso auch die Kufen. Also das ist allerbeste Verarbeitungsqualität. Qualität, allerbeste Filmqualität haben wir dazu. Übrigens auch zwei Autopiloten, können wir dazu sagen. Einmal eine Rückholautomatik, dann fliegt der Hexakopter automatisch wieder zur Fernbedienung zurück. Ich sehe übrigens, dass er noch nicht verbunden ist mit der Fernbedienung. Ich habe jetzt gerade Glück gehabt. Und die zweite Automatik ist, er hält automatisch die Höhe. Wenn Sie eine Flughöhe von 15, 20 Metern erreicht haben, dann können Sie ihn dort automatisch halten und sich dann auf andere Flugmanöver oder auch auf die Video- und auf die Video- und Filmaufnahmen hier sich fixieren. So, und hier sehen wir mal, da fliegt er, da sehen wir auch, wie stabil der in der Luft liegt. Kein Wunder, bei diesem Gewicht, bei diesem Größe. Und da kann auch mal ein Windstoß kommen, dann steuere ich einfach dagegen, weil der wird jetzt nicht vom Winde verweht, sondern der ist groß genug und hat genügend Kraft in den Rotoren, dass man da auch mal dagegen kann. Ich kann es nicht mehr probieren, der ist jetzt weit genug weg. Wenn ich jetzt die Finger dort hätte, würde ich wieder erschrecken.
So, jetzt muss man sagen, das ist kein Kinderspielzeug. Also bitte die 6-, 7-, 8-jährigen Jungs, die dann auch gerne damit spielen, nur unter absoluter Aufsicht damit fliegen lassen. Und auch Sie sollten erstmal langsam anfangen, aber Sie werden merken, der liegt so stabil, in der Luft, dass es wirklich Freude pur macht. Und man steigert sich jeden Moment. Ja, ja, ich will es auch. Ja. Frauen, Frauen, wehe, wenn sie losgelassen. Hörst du jetzt auf? Erschreckt mich nicht immer so. Es ist einfach ein Spektakel, liebe Zuschauer. Wenn Sie diesen Hexakopter zu Hause haben und wenn Sie so ein bisschen geübt sind, dann werden alle zu Ihnen rennen und zuschauen. Denn was so ein Hexakopter an Publikum anzieht, ist der absolute Wahnsinn. Der sieht toll aus, ganz, ganz robust gemacht. Und wenn Sie dann mal so ein paar Stunden damit geflogen sind, können Sie da richtig driften damit. Und dann, ich hab schon welche gesehen, Ralf, die da so begabt sind und dann so mit diesem Hexakopter umgehen. Du hast das Gefühl, die sitzen oben drauf und fliegen Flips, denen. Du drehst dich 360 Grad. Du kannst natürlich driften, links, rechts, wie du möchtest. Du könntest jetzt, also wenn du ihn im Griff hast, bitte erst üben. Wenn du jetzt eine Gartenparty oder ein Grillfest gibst, dann fliegst du einfach mal mit dem Hexakopter drüber und filmst die ganzen von oben. Das gibt eine ganz Das gibt eine ganz andere Filmqualität. Und auch in der Dämmerung macht es unglaublich Spaß. Wir haben gerade die Bilder vom Sonnenuntergang gesehen. Aber wir sehen auch in diesen Aluminiumstreben, bitte jetzt nicht starten, in diesen Aluminiumstreben sind überall jeweils 6 LEDs. Das heißt, es sieht zusätzlich zu den 2 Augen, die es hat, also durch diese Streben auch noch unglaublich toll aus. Also optischen Highlight, technischen Highlight und jetzt eben nicht für 1.000 Euro, was normalerweise vergleichbare Hexakopter kosten, sondern gerade mal für, du hast so einen Blick drauf, der erinnert mich jetzt gerade an den Film Psycho, heißt der, glaube ich, so, nur ganz spontan. Man wird halt so ein bisschen, ich gehe mal von dir ein bisschen weg, ja, dann gut, brauchst du keine Angst haben. Geh du mal weg. Ich fliege jetzt mal ein bisschen, dir über den Kopf, soll ich? Nee, nicht. Ja, siehst du müsstest mehr Gas geben, aber da traut man sich. Nein, nicht hier drin, nicht, hör auf. Hast du gesehen? Ich bin geflogen. Ja. Also so kannst du weitermachen, so habe ich jetzt keine Angst. Erst wenn er mir mal um die Ohren fliegt, dann. Aber selbst so sieht er schon faszinierend aus. Mal geh weg, das sind meine Füße. Ja, du bist noch ein Stückchen weg, hast du Glück gehabt. Okay, holen Sie sich diesen Hexakopter mit der NX1340 und der 569 für 284,91 €. Jetzt sollten Sie sehen, unsere Kameramänner hopsen auch schon auf die Seite. Also jetzt wird es hier richtig gefährlich im Studio. Nehmt der Frau das Fluggerät weg. Draußen, du sollst draußen üben. So, Hexakopter, stabile Konstruktion, hochwertiger Kunststoff und robuste Aluminiumstreben und 12 Bewegungen. Das ist auch wichtig. Hoch, runter, vorwärts, rückwärts, Drehung links, rechts, Bewegung links, rechts und Neigung in 4 Richtungen. Jetzt bin ich froh, dass wir beim nächsten Highlight der Woche sind, weil da kann jetzt Jana gar nicht viel anstellen. Es hört sich im ersten Moment, gebe ich ganz ehrlich zu, ein bisschen unanständig an. Hörst du auf? Was erzählst du denn da? Nicht? Also gut, jetzt kommt ein Riesenhighlight und ich habe es versteckt. Ja. Passen Sie auf. Achtung, hier kommt der kleine Willi. Ist der süß? Ja, den darfst du jetzt, den darfst du jetzt halten und darfst ihn auch nicht fliegen lassen. Fliegen lassen bitte nicht, aber halten. Und ich finde den richtig schön. Hallo Willi. Der hat jetzt auch eine enorme Größe. Der ist nämlich 41 cm groß. Und das ist also wirklich so ein Highlight. Dreh doch mal das Gesicht in die Kamera. Das war das auch. Also meinst nicht deins, also nein, das von Willi. Guck mal, der ist nämlich richtig süß. Der ist richtig süß. Der kleine Willi, und hast du gesehen, der hat eine echte Stopfmütze auf. Ja, den kann ich auch eben drauf oder runter machen, wie ich möchte. Ja, aber schön finde ich hier auch die Laterne. Und da kann ich einen kleinen Licht. Ja, jetzt bist du ein kleiner Willi. Warum habe ich das jetzt gewusst? Ein kleiner Willi. Von mir aus. Also in die Laterne können Sie jederzeit ein LED-Licht machen. Also entweder ein Teelicht oder wir haben natürlich auch diese LED-Teelichter. Das rein, dann habe ich noch einen Beleuchtungsakzent im Garten. Und ich finde, der sieht einfach wunderschön aus. Und das ist jetzt kein Kunststoff. Halt ihn noch mal hoch. Der ist richtig robust. Hochhalten. Das ist Magnesia. Also ein sehr, sehr stabiles, auch witterungsbeständiges Material. Ich muss doch. Macht er den Willi? Ich wollte doch nur unseren Kunden zeigen, dass das kein Kunststoff ist, also kein Plastik-Willi. Nee. Nein, das ist der kleine, süße Willi. Und das Tolle ist, Willi ist handbemalt. Das heißt, jeder kleine Willi, der dann zu Ihnen kommt, ist ein Unikat. Und schau mal, Ralf, wie wunderschön das aussieht im Garten.
Und ich ist das schön? Ja, ich bin mir ganz sicher, du wirst nachher einen adoptieren. Ja, ja. Ich habe ihn schon adoptiert. Kriegst du übrigens auch ohne Papiere, ohne Adoptionspapiere, siehst sondern du? Musst nur 18,91 Euro hinlegen. Und das ist ein sensationeller Preis. Das ist mal so ein Highlight. Weißt du, viele haben Gartenzwerge oder wir hatten ja auch so schöne. Und kannst du dich an Edgar erinnern, unsere Gartenschnecke? Du meinst Emil? Nee, Edgar heißt er immer noch. Emil und das ist eben, das ist Klein Willi. Und der ist mal wieder was ganz, was hat er eigentlich im Arm? Der hat einen Pilz. Der hat einen Pilz. Der hat einen Pilz gesammelt und weil er auch nachts unterwegs ist zum Pilze sammeln, nimmt er seine kleine Laterne mit. Ist das denn so ein kleiner Wichtel? Nein, das ist ein kleiner Willi. Das ist ein kleiner Willi. Also, und weißt du, was das Faszinierende ist? Erzähl's mir. Also, der ist ja wunderschön, das sehen Sie selber. Mhm. Dann ist er wirklich schwer. Also auch ganz, ganz toll, eben um draußen stehen zu lassen. Und haben Sie gesehen, wie groß der kleine Willi ist? Ist nicht so klein. Und diesen tollen kleinen Willi bekommen Sie für 18,91 Euro. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Möchten Sie den haben? In Ihrem Vorgarten, auf Ihrer Treppe oder auch drin? Gerade auf der Treppe finde ich es wunderschön, wenn man hier so ein kleines Teelichtchen drin hat und dann abends der so ein bisschen das Haus bewacht. Ja, oder im Garten zwischen den Blumen, so wie wir es gerade gesehen haben, sieht natürlich auch wunderschön aus. Mal was anderes als so ein Gartenzwerg. Oh, ist so schön. Oder auch wenn man Camper ist, wenn man so einen Dauercampingplatz hat, hier einfach mal so den kleinen Wachwilli. Ja, der bewacht meinen Wohnwagen oder meinen kleinen Vorgarten. Also ich finde es wunderschön und für den Preis kann sich das auch jeder leisten. Das finde ich auch. Willi hat übrigens eine kleine Freundin. Wenn Sie denn Willi gerne in... Ja, mich? Mhm. Mich sowieso, oder? Ja, ja, natürlich, klar. Aber er hat wirklich noch eine kleine Freundin. Also wenn Sie lieber eine kleine Anne zu Hause haben möchten, können Sie gerne mal im Callcenter nachfragen. Aber der Willi, so wie er angezogen ist und mit seiner Mütze und dieser... Sieht aus wie eine Jeansweste. Ist doch richtig schick, oder? Der ist richtig schick und hat auch so ein hämisches Grinsen. Ja, total. Das, weißt du, an wen mich der Willi jetzt erinnert? An wen? An den Michel aus Lönneberger. Oh, das stimmt. Ja, der hatte zwar immer eine schwarze Schildmütze auf, aber irgendwie hat er genau den selben schelmischen Blick. Das stimmt. Und ich finde, damit bereitest du gleich mal Freude. Wenn jemand an deinem Garten vorbeigeht und sieht den Willi, dann hat man so automatisch ein Lächeln im Gesicht. Das ging uns ja genauso. Wir haben den kleinen Willi gesehen und dann hat man gleich ein Lächeln im Gesicht. So süß ist der. Sie dürfen den jetzt bestellen. Der Garten muss ja jetzt sowieso frühlingsfest gemacht werden und wieder schön gemacht werden, gepflanzt werden. Und dann kommt der Willi doch da perfekt in Ihren Garten mit der NX7291 und der 569 für nur 18,91 Euro kommt der dann zu Ihnen nach Hause. So ein Süßer, wirklich. Ja, so süß. Also holen Sie sich. Jana hat mit Sicherheit Willi und Anna schon im Garten stehen, oder? Hast du schon? Ich sehe den Willi heute zum ersten Mal. Bald. Also einfach mal bei dir vorbeifahren und schauen, wie sie aussehen. Aber hier mit 41 cm Größe natürlich hervorragend. Super. So, jetzt kommen wir zu ein bisschen was anderem. Jetzt beginnt dann die Gartenzeit. Wir haben bald April und das heißt, es wird wieder wärmer. Wir befinden uns mitten im Frühling und ich freue mich schon auf die Grill- und Gartenpartys, die wieder bevorstehen. Bin ich eingeladen? Muss ich mir noch schwer überlegen. Okay. Das kommt darauf an, ob du Hexakopter fliegst oder nicht. Wenn das du fliegst, kann ich nicht garantieren. Ist mir zu gefährlich, wenn du fliegst. So, aber mit dieser Lampe schaffen Sie sich jetzt eine schöne Beleuchtung. Das erinnert so an die alten Gaslaternen, die man kennt noch aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja. So. Und ist jetzt aber allerneueste Technik. Wir sehen hier eine Höhe von 2 Metern. Sie sehen das, ich bin immer noch nicht dran. Aber ich nehme jetzt einfach mal runter, weil... Wir haben hier 6 Eisenstangen, die lackiert sind, also rostfrei. Und jetzt können wir aber die Höhe jederzeit variieren. Wow. Ja? Du kannst jetzt also auch eine Stange raus, dann bist du auf der Höhe, dann hast du noch ungefähr 1,80 Meter. Also du siehst jeweils ca. 30 Zentimeter. Mhm. Und jetzt sehen wir das, diese Lampe. Und hier sieht es aus wie eine Glühbirne. Ja? Stimmt. Ist aber weit gefehlt, weil hier haben wir 4 LEDs drin. Wow. Und jetzt muss ich auch, das ist oftmals ein Problem bei Gartenbeleuchtung. Viele haben Angst, weil sie sich einen Elektriker holen müssen, der dann irgendwo unterirdisch die Erdleitungen verlegt, damit ich Strom auf meine Gartenlaterne bekomme. Das brauche ich jetzt nicht und da schauen wir jetzt einfach mal oben drauf. Sie sehen vier LED-Panels, nicht LED-Panels, Entschuldigung, Solarpanels. Ja. Und die speichern jetzt tagsüber das Tageslicht. Ich brauche keine direkte Sonneneinstrahlung, Tageslicht reicht. Ah. Und wenn die Akkus dann geladen sind, habe ich hier eine Leuchtdauer von bis zu 8 Stunden. Wow. Ja. Das heißt, ich kann mir jetzt diese wunderschöne Gartenleuchte aufstellen.
Ich brauche keinen Strom, ich habe kein Kabel. Nein. Das ist alles über Solar. Tagsüber sieht es hier wunderschön aus. Und sobald die Dämmerung kommt, geht die automatisch an. Genau. Und ich darf dir das mal geben, weil ich hole mir jetzt mal den Fuß bzw. den Rest. Wir zerlegen das jetzt mal, damit wir sehen, wie flexibel wir sind. Und da sehen wir dann auch noch richtig tolle Sachen. Guck mal, also ich zerlege es jetzt einfach mal in die Einzelteile. Mal, und du siehst auch, wie einfach das zusammenzubauen ist. Das geht ruckzuck. Schau mal, wie das leuchtet rein. So. Das ist so eine richtig tolle Atmosphäre. Du hast recht, das kennt man von früher. Mhm. Kennst du dieses Video? Ich glaube, das ist ein Musikvideo. Wo so eine leere Straße und dann sind überall solche tollen Lampen. Und ich glaube, da geht's. Also ich habe schon einige Filme Lady gesehen. Is a Tramp, kann das sein? Keine Ahnung, ich kenne viele Filme, in denen Lampen vorkommen. Also es ist jetzt nicht so ein Merkmal. Erkennst du den Film mit den Lampen? Nee. Aber jetzt siehst du hier den Fuß, dann sehen wir hier auch die Solllöcher. Ja. Da kannst du das jederzeit festschrauben. Wir haben auch richtig schöne Schrauben hier im Lieferumfang enthalten. Also so, dass das ganz einfach zu installieren ist, festzumachen. Und jetzt eben die Flexibilität hier. Du kannst das von mir aus auf 60 cm machen. Ja? Du kannst das auf 90 cm machen. Jetzt muss ich dann gleich wieder runter, weil ich komme nicht mehr hoch. Bis zu zwei. Du kommst. Ja, okay. So, und das letzte kommt, das will ich jetzt sehen. Hier kriegst du noch einen. Mach mal hoch. Mach mal. Das irgendwie. Jetzt habe ich gedacht, du holst einen Hexakopter und fliegst so. So, und jetzt gehen wir noch mal hoch. Siehst du, jetzt haben wir sogar 3,50 Meter. Hast du es? Na klar. Wäre auch einfacher gegangen, indem wir einfach den Ständer runtergemacht hätten. Aber so geht es natürlich auch. Und jetzt holen wir mal runter, stellen mal hinter die Theke. Guck mal, so einfach abstellen. Die ist so schön. Und jetzt guck, das ist doch so. Es gibt. Ich weiß, oh, jetzt fällt mir ein Film ein mit Laterne. Und zwar war das früher I'm Singing in the Rain. Das meine ich! Da hat es geregnet, dann hat er getanzt um die Laterne mit seinem Regenschirm. Richtig. Der Film fällt mir jetzt ein. Es regnet doch gar nicht. Just singing in the rain. Sie können es auch als Tanzstange benutzen. Sie sehen, das geht auch. Einfach befestigen. Aber ich finde es eben schön. Und jetzt, pass mal auf, so Garten. Hast du den Preis gesehen? Ja, so Gartenlaternen habe ich erst neulich gesehen, auch im Fernsehen. Da haben sie 200 Euro gekostet. Ja. Und deshalb bin ich jetzt wirklich komplett überrascht von diesem günstigen Preis. Für 200 Euro, 200 so, kriege ich 4 Stück davon. Ist das der Wahnsinn? Und habe immer noch Geld übrig, weil die kosten gerade mal knapp 47 Euro. Und das mit Solarbetrieben. Ich habe fast keine Installation. Ich baue sie auf und fertig. Mehr brauche ich nicht machen zu diesem günstigen Preis. Sensationell. 47,41 Euro, liebe Zuschauer, für diese wunderschöne Gartenleuchte. Aber Sie können natürlich die auch irgendwo im Eingangsbereich vielleicht vor Ihrer Haustür fest installieren. Das ist so wunderschön und Sie haben immer, wenn die Dämmerung einsetzt, ein Licht. Und das mit Solartechnik, das heißt keine Stromkosten. Ich habe mir gedacht, ich lasse jetzt mal ein bisschen Musik laufen, da muss ich dir nichts dazu hören. Dann höre ich doch lieber ein bisschen hier The Soul Man. Du kennst mich schon. Ja, und das ist ein weiteres Highlight. Natürlich schon über Wochen hinweg war jetzt oft ausverkauft. Jetzt ist es wieder lieferbar, unsere Soundbar. Und wir hatten es gerade von Filmen, ob das am Singing in the Rain ist oder ein ganz aktueller Blockbuster. Filme leben von den Klängen, von den Tönen, von den Effekten, von der Musik. Und bei unseren Fernsehern heutzutage ist folgendes Problem. Die werden immer dünner und immer flacher, immer schärfer. Aber die Lautsprecher sind oftmals dann ein bisschen zu kurz gekommen. Vor allem, sie strahlen zur Seite oder nach hinten ab. Und diesen Leistungsverlust der Lautsprecher kann ich jetzt eben mit so einer Soundbar ausgleichen. Ich schließe einfach einen Fernseher an und dann höre ich nicht nur Musik, sondern unter Umständen eben auch meinen Blockbuster, meine Melodien für Millionen oder was immer es mag, mit einem enormen Klang. So, und jetzt, was wir hier schon hören, das ist kein Fernseher, was hier läuft, klar. Nee. Sondern hier haben wir im Prinzip zusätzlich zur Unterstützung des Fernsehtons haben wir eine komplette Stereoanlage. Ja, ja, das ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe diese Soundbar. Du hast gerade gesagt, schönen Film schauen ist toll, aber man braucht natürlich den richtigen Sound, weil erst dann wird der Film zum Erlebnis. Aber wir hören jetzt Musik. Wie kann das sein? Wir haben hier kein Fernsehen. Wie hören wir gerade Musik? Wie gesagt, wir haben hier eine komplette Stereoanlage mit den neuen Speichermedien. Ja. Und das sind zum Beispiel USB-Stick oder SD-Karte. Wir sehen hier vorne 2 Steckplätze. Schau mal, hier jetzt diese Musik. Drin. Soll ich es dir mal zeigen? Ja. Guck mal, Achtung. Siehst du? Auf dem USB-Stick.
war vom USB-Stick. Und jetzt gehen wir wieder drauf und dann verbindet sich es auch gleich wieder, wird gleich wieder loslaufen. Unten haben wir die SD-Karte, also auch über SD können wir das machen. Und jetzt will ich Ihnen mal vom Fernseher, mach ruhig noch mal ein bisschen lauter, ich möchte Ihnen zu Hause den Unterschied fest vorstellen. Also Ihr Fernseher strahlt den Ton nach hinten ab. Und jetzt stehe ich hinter der Box. Das reicht. Wir machen einen schönen ein schönes Lied. Von mir aus auch. So, und jetzt achten Sie auf den Unterschied, wenn ich jetzt den Klang zu mir hole. Achtung. Hören Sie den Unterschied? Und genau das ist der Effekt, der bei Ihnen zu Hause. Achtung, jetzt drehe ich es wieder weg. Man hört es immer noch, aber die Klangqualität, die bleibt natürlich auf der Strecke. Jetzt darfst du wieder leiser machen, auch wenn du dich gut fühlst. Weil wir haben hier natürlich auch per Bluetooth die Möglichkeit, mein Smartphone, mein Tablet zu verbinden und meine Lieblingsmusik drauf zu streamen. 20 Radiospeicher haben wir auch noch drauf. Und so ist diese Soundbar ein Universalgenie. Zentral vor oder über dem Fernseher platzieren. Sieht toll aus mit dieser Klavierlackoptik. Und das ist ein Highlight. War oft ausverkauft, jetzt ist er gerade wieder lieferbar zu diesem Sensationspreis. Und jetzt sagen viele, zu einem guten Klangerlebnis gehört natürlich auch ein Subwoofer. Haben Sie absolut recht. Aber der ist hier in der Mitte mit drin. Da, zwei Boxen, hier innen der Subwoofer, alles in einer 2.1-Anlage. Also, bester Fernsehton. Wir haben die Möglichkeit, über USB, über SD oder auch über Bluetooth hier Musik zu hören. Ja. Wir haben die Möglichkeit, 20 Radiosender abzuspeichern. Ja, besser geht's nicht und günstiger geht's auch nicht. Solche Geräte kosten im freien Handel, wenn man rausgeht. Wenn man ein Billigprodukt kauft, 250 Euro, teilweise auch je nach Marke bis zu 500 Euro. Der Preis ist unschlagbar. Ja. 80,41 € für diese Soundbar. Liebe Zuschauer, das ist der Hammer. Musik ist ja sowas, das belebt. Wenn ich anfange, Musik zu hören, dreh ich durch. Ich brauche Musik zum Leben. Richtige Musik. Ja, so ist das. Was nimmst du für Musik, wenn du am Putzen bist? So Musik. So Musik, ja. Dass du richtig zackig bist, dass du schneller durch bist. Ja. Sehr, sehr geschickt. Und das Tolle ist eben, wenn Sie so eine Soundbar zu Hause haben und Sie haben die an Ihrem Flachbildschirm, wir haben auch übrigens eine ganz tolle Halterung dafür, oder unten drunter liegen oder an der Wand hängen, dann ist das ja zentral. Dann haben Sie das im Wohnzimmer. Und wenn Sie dann mal putzen oder auch einfach nur gute Laune haben möchten, schließen Sie hier den USB-Stick an oder die SD-Karte oder einfach von Ihrem Smartphone via Bluetooth streamen. Und es ist alles in einem Gerät für Sie an der Stelle, wo Sie es haben möchten. Es macht so gute Laune und gerade eben auch das Filme schauen. 500.000 Mal besser mit einer Soundbar. Ja, klar, natürlich, weil die Filme leben von Ton, leben von Effekten. Und du hast es gerade gesagt mit der Befestigung. Das ist übrigens auch ohne Probleme über dem Fernseher möglich. Also gerade viele haben ja den Fernseher an der Wand hängen, dann die Soundstation vielleicht auch drüber. Und das kann ich hier mit diesen schon fest installierten Halterungen machen. Einfach mal die Schraube rein und dann aufhängen. Oder ich stelle es einfach unter den Fernseher. Aber wenn ich es eben zum Fernsehton nehme, immer zentral vom Fernseher, vor dem Fernseher oder über dem Fernseher, weil der Ton sollte natürlich auch daher kommen, wo das Bild herkommt. Oh, ich tanze dir nachher auf der Nase rum, das kannst du mir glauben. Das, du, in meinem Alter ist das zu schnell. Ja? Okay, wir suchen was Langsames. Er möchte tanzen, Sie haben es gehört. Ich möchte jetzt keinen Walzer tanzen mit dir. Jetzt, wenn du jetzt einen Walzer raus, ist kein Walzer. Weiter. Nee, das ist ja meine Playlist. Komm, Walzer. Ich will einen Walzer tanzen. Walzer. Kannst du Walzer? Ja, jetzt kneifst du, gell? Komm, such mal einen Walzer. Oh ja, das hört sich tierisch nach Walzer an. Sag mal, das ist so richtige alte Rock'n'Roll. Das ist meine Playlist. Oh. Das ist jetzt Ding. Das ist gut für dich? Das ist aber kein Walzer. Das ist kein Walzer, das ist Police hier. Es bewegt sich was. Er bewegt sich, er lebt noch. Jeder wird sich bewegen bei so einer Soundbar. Das ist jetzt meine Musik. Sting könnte ich stundenlang zuhören. Und in dieser Soundqualität natürlich phänomenal. Aber egal, was für Musikgeschmack Sie haben. Ob Sie den Musikantenstadel hören wollen oder hier ein Hard-Rock-Konzert von AC/DC oder Motorhead oder was es auch immer gibt. Ganz egal, was Sie hören wollen. Sie haben hier garantiert den besten Klang. Und auch bei Filmen. Bei gefühlvollen Liebesschnulzen, der beste Sound bei den Balladen, die da laufen. Und wenn ein Actionfilm kommt, dann fliegen Ihnen die Töne um die Ohren. Das Ganze für den Sensationspreis, also hier zuschlagen. Und das waren unsere Highlights der Woche. Schlagen Sie zu!